Herzlich willkommen zu den letzten 10 Spielen. YouTube, wir haben ordentlich eingekauft und heute soll es hauptsächlich um 2 Karten gehen. Einmal um De Ketelaere, FIFA 23 Future Stars Legende. Geile Playstyles, kommt Drogba am nächsten. Drogba ist für mich der ultimative Stürmer aktuell. Kommt Drogba am nächsten mit Tiki-Taka, First Touch, Press Proven, Rapid und Technical Silber. Zudem haben wir Incisive, Power Shot werde ich nicht nutzen, aber wir haben es trotzdem. Und Areal, also sieht aus wie ein solider Stürmer. Finesse Silber habe ich vergessen, hat er natürlich auch. Also sieht aus wie ein solider Stürmer. Mit Bruiser, was ja auch sehr, sehr cool ist zum Durchtanken. Bin sehr gespannt, wer sich spielen lassen wird. Außerdem haben wir als Unterstützung für unseren Ketelaere den Nico Williams geholt, der ja ziemlich aufblüht gerade in der EM. Coole Playstyles auch hier. Eine Technical werden wir sehr häufig nutzen. Tiki-Taka werden wir sehr häufig nutzen. Flanken wahrscheinlich eher weniger, aber ja, schön ist auch zu haben. Und ansonsten sind eigentlich nicht so viele neue Karten dabei. Den Klaus aus der Season werden wir austesten. Die Marco soll ganz gut sein, lautet Twitch-Chat. Und Forlan haben wir uns einfach dazu geholt, weil er einfach eine WM-Karte ist. Ne? Also ist eine WM-Karte, die einfach Gefühle weckt. Und deshalb werden wir auch Forlan spielen. Gut, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, könnt ihr auch sehr gerne abonnieren. Am Ende vom Video gibt es dann eine ausführliche Review zu allen Karten, Empfehlungen, wie ich sie empfunden habe, persönlich natürlich. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt mit den letzten 10 Spielen. Einfach direkt die Grenzen aufzeigen, den Damm zerreißen, den eigenen Damm zerreißen, einfach alles geben auf dem Platz und dann kann das schon gar nicht mehr schief gehen. Let's go. Gut so, Di Marco. Hoch. Ja. Ketelaere, lauf. Wo ist der Bruiser? Wo war Bruiser? Hab ich Bruiser gerade nicht gesehen oder hat das einfach nicht geklappt? Ja, schon wieder, De Ketelaere. Schön, Junge. Ja, Ketelaere zum ersten. Wunderschön gemacht. Schussfinte auf den starken Rechten. Und dann steht es 1:0. Sehr fein gemacht. Auch ein schöner Pass von Forlan, von außen in die Mitte. Den habe ich reingepinscht, damit der Gegner nicht rankommt. Ja, es sieht Taube noch nicht mal vorbei und dann gibt es schon ja, den ersten Gegentreffer. Klaus, klar, einfach zu klein gegen Haaland. Da müssen wir vielleicht schon direkt agieren, ne? Oh, so ein Bullshit. So ein Bullshit, wirklich. Ich hasse solche Tore zu kassieren. Ich hasse es einfach. Bounce back und direkt vor die Füße. Okay, drück nur R1. Oh mein Gott, der macht ihn einfach nicht. Wie kannst du den bitte nicht machen? Oh Gott, Alter. Grüne aus nächster Nähe. Aus vollem Lauf und er hält ihn. Wow. Alter, leck mich am Arsch. Ist das einfach. Busquets ist da gar nicht hinterhergekommen. Anschlusstreffer, wird aber schwer. Wird aber schwer. Ja, komm, schön, weiter, weiter. Oh, so ein easy Kackball, Alter. So ein Scheißball und ich bin nicht da. Ja, dranbleiben. Dran. Ja, geschafft. Alter, was ein knappes Spiel da hinten raus noch. Alter Schwede, Nico Williams zieht da mal richtig ab. 500 km/h pro Stunde, leckt mich am Sack. GG's. 14:0, Gegner mit Van der Sar, Van der Ven, Vidic, Porsche, Barcola, Nunez. Oh, wir haben ordentlich viel Geschwindigkeit, das auf uns zuläuft. Konzentration.
Ah, kurzes Eck. Schade. Yes! Yes! Schön gespielt. Schön gespielt, Jungs. Ey, Stanisic macht das gerade so gut da hinten. Wunderschön gemacht. Schussfinte am Torhüter vorbei und dann musst du eigentlich nur noch einnicken. Schön. Stanisic, der rechtmäßige König. Und Königsmund. Let's go. Schön gespielt. Also die Spielerberaterin, die verlangte jetzt Prozente, ne? Ja, nein. Doch. Ja, nein. Doch. Nein. Schade. Weiter. Ah, zu kleine Reichweite. Anton. Hey, oh, kommt schon, Jungs, ihr steht doch davor. Wichtig. Ihr wartet, damit er den Torhüter lenken kann. Wichtig, sehr, sehr wichtig. 2-1, weiter. Oh, schade. Iñaki Williams gegen Araujo. Das ist halt der Grund, warum Araujo es bei mir niemals in die Stammelf schaffen wird. Einfach kein Gold Ariel. Egal, weiter. Auf engstem Raum. Alter, schieß doch! Mann! Ey, es gibt's doch nicht. Komm gut. Ja! Iñaki Williams, endlich mal mit der Flanke! Und dann macht ihn unser Kettelare rein. Überleben. Anschluss überleben. So, finales Spiel. Vinicius Hassgegner. Messi Hassgegner. Barcola Hassgegner. Und Steffen macht ihn aus der zweiten Reihe. Kann der Gegner so tief stehen, wie er will. Schönes Ding, Steffen. Lass ihn nicht. Iñaki, du bist schnell. Lass ihn da nicht. Lass ihn doch da nicht. Nico, schön gemacht. Weiter, Konzentration. Lass ihn nicht. Gut. Abseitsfalle muss ich reindrücken. Der tut sich sehr einfach, weil er schickt seine Stürmer mal nach vorne. Die haben alle Abwehr überlaufen gefühlt. Steffen! Steffen, ich will ein Kind von dir! Geil! Girlcam und Jona, danke für die Follows. Ja! Yeah! Fortgelenkt, sehr schön. Sehr schnell. Und der ist schnell auch im Rücken. Der ist ganz schnell im Rücken! Da guckst du gar nicht, du checkst gar nicht, was passiert und der ist in deinem Rücken drin. Schade.
Schade. Aber da war der Move. Da war der Move. Komm. Oh, schade. GG's. Gutes Team. Oh, durch die Beine und Laufkette, Lare. Das ist sehr schön. Ein bisschen Glück dabei. Ich komme da durch die Beine bei dem Skill-Move. Aber trotzdem gut gemacht. Ach komm schon, du kannst nach einer halben Stunde keinen Vorteil mehr pfeifen. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem, weil ich jetzt einen aufs Maul bekomme. Super, danke schön für nix, Schiedsrichter. Wirklich, danke für gar nichts. Schade. Lupenreiner Konter. One-Touch-Konter. One-Touch-Konter und der geht sogar rein. Wow. Da kann ich wirklich Standing Ovations. Standing Ovations für mich selber. Wow. Nein, Ballack. Nein. Ja, Inaki. Alles gut. 70. Minute, ja noch mehr als genug Zeit. Gott. Wusste ich, roch ich, schmeckte ich. Ja, 87. Da ist es. Das soll's gewesen sein. Anstoß überleben. GG's. 20-0 mit der RTG nach einer langen Zeit. Tut das gut. Leck mich am Arsch. Wir fangen mal an mit Di Marco. Di Marco ist schnell, wieslich flink. Hat ein relativ sauberes Eröffnungsspiel, Aufbauspiel. Nicht das Beste, ist aber in Ordnung. Würde er bei mir Stamm spielen? Vermutlich nicht. 520k würde ich auch nicht für ihn zahlen. Alleine aus dem Grund, dass mir einfach ein bisschen die Reichweite beim Abfangen fehlt. Und auch, ja, das Kopfballspiel ist jetzt auch nicht so gut mit seinen 1,53, die er da hat. Anton ist so eine billige Version von Bonucci, das spürst du auch im Spiel. Hat aber trotzdem seine Sache sehr gut gemacht. Ein geiler, aufbauender Innenverteidiger, genauso wie Bonucci. War schon in Ordnung, würde ich aber wahrscheinlich nicht mit Bonucci spielen. Dann spiele ich lieber so einen richtigen Abräumer wie Buongiorno oder so und lass Bonucci aufbauen. Stanisic war eine 10 von 10, muss ich sagen. Wirklich als defensiver Außenverteidiger, der auch mal nach vorne laufen kann. Grüße gehen raus an Anna an der Stelle. Wirklich eine coole Karte. Und ich muss sagen, als Außenverteidiger mit Quickstep, da kommt niemand an ihr vorbei, pace-technisch. Der hat alles aufgeholt. Hätte ich niemals gedacht, dass Stanisic so gut ist. Eine 10 von 10 als defensiver Außenverteidiger. Spielt man den offensiv, muss man nicht machen. Ne? Als Offensiven würde ich da wahrscheinlich doch jemanden, der ein bisschen mehr Beweglichkeit hat, nehmen und ein bisschen mehr Pass-Playstyles. Aber wirklich, als Defensiver 10 von 10. Inaki Williams war ein bisschen enttäuschend, ein bisschen steifer, als ich dachte. Ein bisschen träger, als ich dachte. Klar, vom Pace her, ne, war gut, war okay. Aber hat mich nicht ganz so überzeugt. Fand ihn nicht schlecht, aber würde wahrscheinlich nicht Stamm spielen. Gebe ich eine 7,5 bis 8 bis von 10. Genau, hab mich gerade schwer getan. Aber gut. Forlan, warte, jetzt kommt ein Nisa. Ja, Forlan war mal da, mal nicht da. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal spielen wollen. Aber allein fürs Feeling hier mit den Vuvuzelas, keine Ahnung, welche WM das war. In Ghana, glaube ich, war es. Oder Afrika, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann man schon mal machen, war in Ordnung. Kettelare, die im direkten Vergleich mit Broja, den wir ja gestern gespielt haben, finde ich Broja tatsächlich nochmal ein bisschen besser. Hat's nicht schlecht gemacht. Ist für mich kein Stürmer, sondern eher auf dem Flügel. Ne? Ein Flügelspieler, der Kopfbälle verwertet, der den Stürmer mitnimmt. Also, ja, eher ein bisschen, eher außen. Außen finde ich den ein bisschen besser, glaube ich, als in der Mitte. Steffen ist der Mann der Weekend League. Ne? Also ist vielleicht auch der Mann, der uns hier die 20-0 geholt hat mit seinen Offensivaktionen und seinen Defensivaktionen. Passen, verteidigen, schießen, kann alles, wenn man ihn richtig in die Szene setzt.
Technical Plus. Also, wahnsinnig gut gewesen. Vor allem auch mit den Achterlaufwegen, die wir im Livestream immer besprochen haben. Super, super empfehlenswert. Vielleicht einer der besten Cheap-Karten, die man dieses Jahr holen konnte oder kann. Also, dicke Empfehlung, den mitzunehmen. Testet ihn auf jeden Fall mal aus. Er wird euch sehr gut gefallen. Ballack hat den defensiven Part gemacht, haben super harmoniert. Also, ich fand's wirklich sehr, sehr gelungen. Das war's von dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin auf diesem Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.